Liebe Geschwister, manche fragen, wie lange ist der Aufenthalt in der Moschee, damit ich zu denjenigen gehöre, die den Ertikaf vollzogen haben. Der Ertikaf ist der Aufenthalt in der Moschee. Und der Ertikaf bedeutet nichts anderes, als dass man dafür reichlich belohnt wird, wenn man im Monat Ramadan sich zurückzieht. Und so pflegte es der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den letzten 10 Tagen zu tun. Dieses ist mit einer gewaltigen Belohnung verbunden. Jedoch, wie lange muss der Ertikaf sein? Muss er 10 Tage sein, so wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam es verrichtet hat, oder kann das eine kürzere Zeitdauer beinhalten? Und hier sagen die meisten Gelehrten, dass es möglich ist, dass man auch einen Aufenthalt für eine kürzere Zeitdauer verrichten kann, und dieses zählt auch als Ertikaf. Zum Beispiel sagen die meisten der Gelehrten, wenn man für einen Moment, und ein Moment bedeutet hier nicht, dass man einmal in die Moschee hereinkommt und wieder herausgeht, wie manche Leute das fälschlicherweise so übernommen haben, sondern vielmehr, dass man in die Moschee hereinkommt, dort für eine gewisse Zeitdauer verbringt. Diese Zeitdauer ist nicht in der Scharia definiert. Das heißt, sie kann kürzer oder sie kann länger sein. Bedeutet, wenn jemand einen Tag, einen ganzen Tag verbringt in der Moschee, Alhamdulillah, das wird als Ertikaf gezählt. Dieses wird als Ertikaf gezählt und er wird dementsprechend belohnt. Wenn auch einer den halben Tag dort verbringt oder einer verbringt zum Beispiel für 2, 3 Stunden dort in der Moschee den Ertikaf, so gilt das nach den meisten Gelehrten auch als Ertikaf. Und hier sollte man diesen Lohn sich nicht entgehen lassen. Und wenn einer das für 10 Tage in Anspruch nehmen kann, dann ist das natürlich das Beste. Aber wenn es nicht möglich ist, so kann er auch eine kürzere Zeitdauer in der Moschee verbringen und dafür wird er gewaltig belohnt. Und so hat jeder die Möglichkeit von uns, eine gewisse Art von Ertikaf zu machen. Und man sollte sich das nicht entgehen lassen, liebe Geschwister, denn der Lohn ist auch entsprechend. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah.